Hallo, liebe Aufrufer. Ich möchte jetzt sozusagen dem freundlichen Einwand eine freundliche Antwort geben, was die Westdeutsche Rundschau betrifft, die nach der Publikation gestern in den Zeitungen und vorgestern auch schon in den Echtzeitmedien die Westdeutsche Rundschau im Verlag der WAZ, Westdeutsche Allgemeine Zeitung aus Essen, nicht mehr als eigene redaktionelle Tageszeitung erscheinen wird. Das war gestern in den Zeitungen, ich habe es in allen Zeitungen gefunden, ich zeige es hier nur noch mal in einem Beispiel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nur der Titel bleibt übrig, heißt das, WAZ entlässt Redaktion der Westfälischen Rundschau. Es ist meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere, die Tageszeitung in Dortmund, also quasi westliches Ruhrgebiet, über 100.000 verkaufte Einzelexemplare pro Tag gehabt, Westfälische Rundschau, und das Problem ist nun hier, dass über 100 Redakteure quasi mit irgendwelchen Sozialplänen abgewickelt werden. Diese Redaktion ist sozusagen per Beschluss aufgelöst, und zwar Mehrheitsbeschluss. Da gibt es 10% Aktienanteile der SPD beispielsweise, die sind zu diesem Entschluss überhaupt gar nicht befragt worden. Gut, aber was ich sagen wollte, weshalb ich das auch in dem Stoffdrang, den ich habe, nicht berichtet habe und nicht kommentiert habe, das ist hier in der Taz gestern auch noch ein Trauerfall. Ende der WAZ-Konzern schließt die Redaktion der Westfälischen Rundschau. Rund 120 Mitarbeiter sind betroffen, die Tageszeitung soll aber weiterhin erscheinen. Also es ist eben folgendes, bei den deutschen Tageszeitungen, bei allen im Prinzip und bei den einzelnen dann unterschiedlich, geht es ans Überleben der Konzepte dieser Zeitungen. Gehen die Umsätze und die Erträge für Werbung und Anzeigen vollkommen in die Knie? Das hat zwei Hauptgründe. Der Hauptgrund ist einfach, die Fragwürdigkeit all dieser Werbemaßnahmen, die sind so steuerbegünstigt als Betriebsausgaben, dass wenn es die Ertragslage eines Unternehmens erlaubt, macht man alle möglichen Kommunikationsmittel und Werbung und so weiter, die das Finanzamt anerkennt. Aber in dem Moment, wo die Gewinne knapper werden und die Kassen knapper werden, lässt man alles Mögliche weg an Werbung. Und man kann daran sehen, diese Werbung ist nicht unbedingt ausschlaggebend für den Geschäftserfolg. Ich kann Werbung machen für ein Produkt, das noch nicht auf dem Markt ist, also ein Name-Dropping, ein neues Trix wird jetzt Dingsbums, Smarties oder was, das kann ich machen. Ansonsten kann ich aber nur durch ganz, ganz komplexe Aufwertungsprojekte einen Luxusartikel aufwerten, aber ich kann im Grunde genommen nicht die Stückzahlen und die Absatzzahlen beliebig durch Werbung erhöhen oder so, das ist alles Quatsch. Die Werbebranche überhaupt lebt vor dem Traum, dass Werbung nützt. Vergesst es, liebe Freunde. Also mit anderen Worten, für die Zeitungen zeichnet es sich jetzt nicht ab. Die Firmen sparen an Werbemaßnahmen und das Leben geht weiter. So, das zweite kleinere Punkt ist tatsächlich, dass innerhalb der betriebsrelevanten Werbeausgaben die Firmen verlagern von Printmedien zu Internet und anderen elektronischen Werbeformen. Kommunikationsförderung, Synergiekonzepte und so weiter. Mit anderen Worten, also die Zeitungen verlieren ihre Hauptlebensquelle, das sind die Einnahmen für Werbung. Und nun ist es so, die Westfälische Rundschau war schon bis jetzt keine richtige eigene Vollzeitung. Sie erhielt den Rahmen von der WAZ aus Essen. Und insofern, dass jetzt eine solche Zeitung schließt, das ist natürlich für alle Betroffenen, für die gesamte Leserschaft auch ein harter Schlag, für die Journalisten, Redakteure und so weiter, alles was da dran hängt, ist das natürlich eine arbeitsmarktliche Veränderung. Sie müssen sozusagen gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Aber in Wirklichkeit ist das jetzt nicht so etwas Besonderes. Also wir hatten im Dezember die letzte Ausgabe der Financial Times Deutschland, dieses rosane Papier, und die ist jetzt wirklich weg.
dann haben wir mit großem Trara die Ankündigung Ende der Frankfurter Rundschau. Die Frankfurter Rundschau war schon zu dem Zeitpunkt keine eigene Frankfurter Rundschau mehr, sondern sie war eine Mischung aus Kölner Stadtanzeiger und Berliner Zeitung. Aber sie hatte noch einige eigene Leute und Frankfurter Rundschau hatte noch den Frankfurter Lokalteil, den ich aber überregional nicht bekam. Und hier ist nochmal ein qualitativer Unterschied. Die Westfälische Rundschau ist eine regionale Zeitung gewesen. Frankfurter Rundschau konnte ich noch heute hier in Pankow kaufen. Westfälische Rundschau kann ich in Berlin überhaupt nicht bekommen. Es sei denn, ich mache wirklich einen Stadtausflug zum Bahnhof Zoo. Da gibt es die meisten Zeitungen. Außer Kieler Nachrichten und einigen anderen badische Zeitungen. Also das meiste Nürnberger Nachrichten, manchmal New York Times kann man sich ausdrucken lassen, also Bahnhof Zoo in West-Berlin, da gab es traditionell alle Zeitungen der Welt. Inzwischen gibt es da nach wie vor die meisten, aber Westfälische Rundschau in Berlin sowieso nicht. Und auch in Köln übrigens nicht. Ich kriege in Köln, in der Südstadt, in keinem Zeitungsladen, auch in den internationalen Zeitungsläden, nicht mal die WAZ aus Essen, geschweige denn Westfälische Rundschau. Also mit anderen Worten, dass jetzt so eine halb eigenständige Westfälische Rundschau eingestellt wird und dann aber doch noch als Titel weiter erscheint, nur mit dem Inhalt der WAZ und so weiter, dies ist jetzt für mich dann auch noch ein Anlass, das Thema an sich nochmal darzustellen, aber dass die Westfälische Rundschau im Grunde genommen schrittweise in den letzten Jahren schon verschwunden ist, auch immer noch residual weiter als Westfälische Rundschau am Zeitungsladen in Dortmund erscheinen wird, aber dann doch schon sozusagen die Vielfalt der Presse schwindet. Das ist eine Tatsache und das kommt zum Ausdruck, aber auch in der Machart der Neuen Zürcher Zeitung, die international erscheint, oder auch bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir sehen ganz einfach, dass viel weniger Leute dort tätig sind und das ist ein Qualitätsverlust, der nun mal eine Wandlung ist, die wir quasi medienkritisch begleiten können. Wir können es weder forcieren noch stoppen und ich möchte es auch gar nicht bewerten. Es kann sein, dass die wilde, nach unten offene Information, multilaterale Bereitstellung von irgendwas im Internet, nicht nur YouTube, sondern alles, was an unzensierten Blogs und auch noch anonym und so weiter rausgehauen wird, das kann man natürlich nicht finden, deshalb nützt es oft nichts. Aber das an sich bietet eine Aufmischung des gesellschaftlichen Informationspotenzials und der darauf fußenden Kommunikationsmöglichkeiten. Und je nachdem, wie intelligent und wie wachsam man teilnimmt, kann man wirklich absurde Sachen da herausfinden, die bei der normalen Westfälischen Rundschau nie ins Blatt gekommen wäre. Insofern gibt es immer für und wider. Im großen Zügen können wir sagen, also die Welt wird täglich geschöpft und geht täglich unter. Hiermit ist jetzt die Westfälische Rundschau nur noch als Rahmenprogramm im Verlag der WAZ zu haben und für die Redakteure persönlich tut es mir genauso leid wie für mich, der auch jeden Tag überlegen muss, wo er am nächsten Tag irgendwie die Kohlen für die Heizung herbekommt und sonst wie den Strom für die Aufladung des Akkus, für die Filmkamera, für die Lichtgeschwindigkeit. So, also viel Glück und viel Geduld bei dem Spiel. Wenn du denkst, du hast das Glück, dann zieht die Sau den Arsch zurück. Mit anderen Worten, Medienkritik lässt sich an der Nachricht über die Westfälische Rundschau im Grunde nicht wirklich substanziell anknüpfen. So, danke für den Aufruf, hier Wiedersehen.